Heute sind es mal wieder die Automobilhersteller, die im Fokus der Anleger in Stuttgart stehen. Weshalb das so ist, das wollen wir jetzt klären mit dem Aktienexperten an der Börse Stuttgart, Jürgen Dietrich. Jürgen, beginnen wir mit BMW. Die Aktie der Bayern gehört heute zu den Verlierern im deutschen Leitindex. Weshalb ist das denn so aus deiner Sicht? Denn die ganz großen Nachrichten gab es eigentlich nicht. Ja, also wir haben ja in den letzten Wochen schon gesehen, dass die Autos schon ja sehr viel Rückenwind hatten. Also mit Volkswagen, mit der Prognoseerhöhung letzte Woche. BMW hat jetzt wirklich nachgelegt am Wochenende, hat gesagt, okay, Produktoffensive und Investitionen in die Elektromobilität. Die Anleger belohnen das nicht ganz. Es gibt heute noch eine Herunterstufung vom Bankhaus Metzler von Hold of Sell. Und das Kursziel wurde auch von 78 auf 76 gesenkt. Das hat die BMW wirklich bis zu 1% fallen lassen. Wir wollen kurz vor dem Dezember auch mal einen kleinen Rückblick wagen. Die Automobilhersteller hatten es in den vergangenen Monaten nicht immer ganz einfach. Mittlerweile sieht es so aus, als hätte der ein oder andere seine Hausaufgaben gemacht. Sehen das denn die Anleger genauso? Ja, also wenn wir schauen, wie sich die Autos wirklich in den letzten Wochen auch entwickelt haben, also sehr, sehr stark, auch mit der Prognoseanhebung. Man sieht einfach, dass dieser Dieselskandal, der wirklich auch Anfang des Jahres noch sehr im Fokus war, dass der wirklich ein bisschen schwindet und man das Gefühl hat, dass die Autohersteller auch wirklich verstanden haben, dass es jetzt wirklich zukunftsorientiert weitergehen muss. Wir haben heute zum Beispiel den Gipfel mit Angela Merkel und den Kommunen, wo es auch darum geht, okay, soll irgendwann vielleicht dann doch ein Fahrverbot in den Großstädten kommen? Kann man das doch verhindern? Also die Umrüstung, die Softwareumrüstung bei den Autoherstellern, die verläuft soweit eigentlich ganz gut. Die Autohersteller investieren sehr viel. Es gibt zum Beispiel eine Allianz zwischen BMW, Daimler, Volkswagen und Ford, wo es darum geht, dass man Schnellladestationen in Deutschland wirklich auch an den Tankstellen einführen möchte. Da ist jetzt auch wirklich Shell aufgesprungen. Das heißt, bis 2020 sollen 400 Schnellladestationen in Deutschland entstehen, wo dann man nicht wirklich eine halbe Stunde da sitzt und mal wirklich Mittag essen kann, sondern in 5 bis 8 Minuten soll dann so ein Elektroauto aufgeladen werden. Und dahin muss natürlich die Zukunft gehen, weil das ist das große Hindernis oder die Hemmnis, die noch bei den meisten Käufern wirklich da ist. Abschließend noch ganz kurz der Blick auf Siemens. Es gab jüngst Quartalszahlen, die waren eigentlich ziemlich gut. Doch trotzdem bekommt der Konzern aktuell ordentlich Gegenwind aus einer ganz anderen Richtung. Ja, also man hat es in den letzten Tagen auch schon gelesen, der große Stellenabbau, der bei Siemens geplant ist, die 7000 Stellen, die weltweit auch in der Sparte Power and Gas, also in der Kraftwerkssparte, gestrichen werden sollen über die nächsten Jahre. Die sorgen natürlich für sehr viel Kritik, auch angesichts der guten Zahlen. Wir haben als prominentesten Kritiker Martin Schulz gehört. Da gab es jetzt einen Brief von Joe Käser an ihn direkt, wirklich um einfach mal die Gegenposition darzustellen. Was hält eigentlich Siemens davon? Wir haben gleichzeitig im Joint Venture mit Gamesa, also in Siemens Gamesa, in dieser Windenergiefirma, sehen wir auch, da sind 6000 Stellen geplant abzubauen. Da kommt heute zumindest mal noch die gute Nachricht, dass ein Riesenauftrag von Vattenfall, also 130 Gasturbinen, Windturbinen sollen hergestellt werden. Die sorgen zumindest dafür, dass vielleicht bei Siemens Gamesa ein bisschen Entspannung da ist. Der Blick in den Aktienhandel an der Börse Stuttgart, wie immer mit Jürgen Dietrich. Dir vielen Dank für das Gespräch.